house music all night long. Ja, hallo Freunde, euer Doc wieder mit einem neuen Review. Und zwar haben wir hier die ISSC M22 von WE, sprich WiTech. Ja, diese Waffe ist ganz frisch auf dem deutschen Markt. Bislang hat es nur ein einziger Anbieter am Angebot. Und ja, habe ich mir gleich mal besorgt. Ja, so wird die geliefert in dieser Box im Prinzip. Ja, und die gucken wir uns mal kurz an. Das ist jetzt der Karton mal von der anderen Seite. Hier sind die vier Versionen drauf, die angeboten werden. Bislang auf dem deutschen Markt verfügbar nur die Gasversion. Das wäre das untere, was wir hier sehen. Die ist in diesen beiden Versionen verfügbar, in Schwarz und in diesem Braunton. Und der Verschluss ist aus Vollmetall, das Griffstück aus Polymer, wie beim Original. Ja, und hier oben sehen wir die CO2-Version. Die unterscheiden sich im Prinzip durch gar nichts. Also diese beiden Teile sind absolut baugleich. Sie sind genauso stark. Ja, sie kosten wahrscheinlich nur ein bisschen mehr, weil bei der CO2-Version nämlich noch ein CO2-Magazin dabei liegt. Und dieses CO2-Magazin ist dieses hier. Ja, das ist das CO2-Magazin von WiTech, passend zur WiTech G17, wie man es bei einigen Shops mittlerweile einzeln kaufen kann. Und da die ISSC entsprechend baugleich ist mit Glock, passt das halt auch. Ne? Die bekommt man quasi in bestimmten Shops und hier kommt dann die CO2-Kapsel praktisch rein. Dann wird diese Kappe wieder aufgeschraubt. Dann kommt das Bodenstück wieder drauf. Und dann haben wir hier, wie gesagt, die CO2-Version, wenn wir das halt wollen. So, aber jetzt erstmal zurück zur Waffe. So wird sie praktisch geliefert. Nicht allzu viel dabei. Wir haben hier eine Bedienungsanleitung. Diese Bedienungsanleitung, ja, die ist in Englisch. Kann man sich eigentlich schenken, weil, ja, ich sag mal, es ist wie bei allen GBBs, ja, das Zerlegen dieser Waffe, dazu komme ich nachher auch nochmal, das ist genau wie bei der Glock, ja. So, nehmen wir uns die Waffe mal raus und schauen wir uns die mal genauer an. Ja, so sieht das gute Stück aus. Ich werde es mal ein bisschen in die Kamera halten, dass man sehen kann. Wir haben auch richtig Original-Markings drauf. Ja, alles schön tief eingefräst, eingelasert. Wir haben hier den Sicherungshebel. So ist sie feuerbereit und so ist sie gesichert. Wir haben hier genau wie bei der Glock so ein Züngel, so ein Abzugszüngel. Und wir haben eine weitere Sicherung. Wir haben hier, ich hoffe, man kann das sehen. Ich halte es mal ein bisschen dichter in die Kamera. Sieht ihr diese kleine Schraube hier, diese unscheinbare Schraube? Genau am Abzug. Drehe ich mal rum. Da gibt es einen Spezialschlüssel. Das ist eine sogenannte Kindersicherung. Wenn man die dreht, F und S, also Fire and Safe, dann ist der Abzug nicht mehr bedienbar. Ja. Wo wir sie gerade so rum haben, zeige ich euch mal diese Seite. Ja, hier haben wir das F, die Kaliberangabe, in wunderschönem Weiß. Das sage ich etwas ironisch, das hätte man auch an einer anderen Stelle platzieren können. Hier wäre Platz gewesen dafür, aber egal. Ja, wir haben hier, was haben wir hier? Ja, dass man die Bedienungsanleitung lesen soll, das übliche Bla. Ja, wir haben hier auf dem Griffstück die das Original-Logo von ISSC, ja, und hier auch auf dieser Seite, der äußere Lauf verfügt über ein Gewinde zur Aufnahme eines Schalldämpfers. Wir haben hier die
Also Kimme und Korn ist aus Plastik. Und wir haben hier aber eine verstellbare Kimme. Halte ich mal so, dass man das sieht. Das finde ich sehr schön. Ja, ich habe das auf meinen anderen Glocks auch alles drauf, aber muss man nachkaufen. Hier ist es schon ab Werk drauf, finde ich sehr gut, weil es kostet auch ein bisschen was, das nachzubestellen. Ja, der Magazinauswurfknopf. 22 Schuss Magazin, wie gesagt, Original Glock 19 Whitec. Ja, und jetzt zeige ich euch einfach mal, wie die Waffe aussieht, wenn wir jetzt hier das CO2 Magazin reintun. So würde die Waffe dann praktisch aussehen, wenn das CO2 Magazin drin wäre. Das guckt halt ein Stückchen raus. Ja, und es ist auch bautechnisch nicht anders möglich, weil das Griffstück einfach zu kurz ist, um hier ein CO2 Magazin zu haben, was im Prinzip mit dem Gasmagazin in einer Länge abschließt. Ja, deswegen bekommt man das hier nur so in dieser Länge. Aber gut. Ja, die Waffe hat 1,2 Joule. Und ich denke mal, mit CO2 wird sie noch ein klein bisschen mehr haben, vielleicht 1,4. Aber das ist erstmal irrelevant. Also ich finde die Waffe sehr, sehr schön. Sie ist optisch wirklich sehr gut gelungen. Man muss dazu sagen, dass beim scharfen Modell hier hinten der Hammer sich befindet. Wir haben hier bei dem GBB-Modell hinten original praktisch den Abschluss wie bei der Glock. Ja. Und was allerdings auffällt, ist, wir haben hier das Griffstück ein wenig verlängert. Ja, das ist, wenn der Schlitten oder der Verschluss quasi repetiert, nochmal eine zusätzliche Sicherung, dass man sich das hier nicht in die Maus reinhaut von der Hand, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Das ist dann sehr schmerzhaft. Ja, es gibt davon hier auch schon eine ganze Weile eine SSW-Version zu kaufen. Die SSW hat entsprechend hier hinten diesen Schlaghammer. Die GBB-Version hat das nicht. Ist nicht schlimm, ich kann damit leben. Ich finde sie so schon sehr, sehr authentisch. Gegenüber der Glock haben wir hier ein abgerundetes Teil, also quasi einen abgerundeten Abzugsbügel, wie es heißt. Ja. Ich lege euch mal dazu parallel die Glock 19 hin von WE, um einfach mal den Unterschied zu sehen, beziehungsweise auch mal zu sehen, welche Gemeinsamkeiten hier bestehen. Bei der Glock 19 haben wir, wie gesagt, die typische kantige Form des Abzugsbügels, während sie hier abgerundet ist. Von den Abmaßen her nimmt sich das nichts. Ich zeige euch das. Das ist also so gut wie identisch. Ja, die 19er ist ein kleines bisschen länger, aber nur ein Müh. Aber ansonsten ist das alles so gut wie baugleich. Was auch ganz praktisch ist, da man, wie gesagt, auch mit Ersatzteilen dann weniger Probleme hat. Die Innereien, so gesehen, die Mechanik, die ist hier schon identisch mit dem der Glock 19. So, dann schauen wir uns jetzt mal an, wie die Waffe zerlegt wird. Als allererstes müssen wir das Magazin rausnehmen. Dann haben wir hier, genau wie bei Glock üblich, diesen kleinen Schieber. Den halten wir nach unten gedrückt. Und dann können wir den Verschluss problemlos abnehmen. Hier sind einige Unterschiede. Ich werde jetzt mal parallel dazu wieder das von der Glock zeigen. So, hier auf der linken Seite haben wir den Verschluss von der Glock 19. Und hier rechts haben wir den Verschluss von der ISSC. Es fällt auf, dass ich hole es mal ein bisschen dichter in die Kamera, das Nozzle ist identisch und auch die Hop-Up-Unit hier ist absolut identisch. Ich habe das auch schon gegeneinander getauscht, das passt. Ja. Wo es Unterschiede gibt, ist hinten beim Mechanismus, da wir hier die Sicherung haben, den Sicherungshebel hinten haben bei der ISSC, der hier bei der Glock nicht vorhanden ist. Und wir haben hier eine andere Federführungsstange. Und zwar bei der Glock haben wir entsprechend eine Federführungsstange.
durchgehend, während wir hier bei der ISSC keine haben. Hier ist einfach nur die Feder, vorne ist eine Aufnahme, eine Hülse für die Feder und hier hinter ist so ein kleiner Bolzen. Ja, ich nehme das mal auseinander, dann kann man das entsprechend besser sehen. So, hier haben wir die jetzt mal komplett zerlegt, bis auf die Blowback-Einheit. Das spare ich mir jetzt. Wir haben hier den äußeren Lauf. Der übrigens, ja, auf der Packung ist er in ja, Silber, Nickel, wie auch immer, Chrom dargestellt. Man bekommt die Waffe allerdings geliefert mit einem schwarzen Außenlauf. Ich habe die Farbe mal entfernt, weil ich finde, das sieht so authentischer aus. Das ist hier der innere Lauf mit dem Hop-Up. Und das ist das, was ich gerade meinte. Wir haben hier also keine direkte Federführungsstange. Wir haben hier eine Hülse, wo die Feder zum einen eine Aufnahme findet. Wir haben hier die Feder selbst. Und wir haben hier noch so einen kleinen Stift, der hier auf der anderen Seite eine kleine Nase hat. So. Und wenn wir uns jetzt hier mal das Hop-Up angucken mit dem Inner Barrel, dann sehen wir hier, dort ist dieses kleine Loch. Ja, die Kamera fängt es wieder ganz schlecht ein. Vom Zoom. Da. Ich denke, man erkennt das. Und da kommt dann das Teil im Prinzip rein. Das hat dann hier Halt. Ja. Jo. Bauen wir es wieder zusammen. So, ist die Waffe wieder zusammengebaut. Ja, was ich noch sagen muss, was den Lieferumfang anbelangt. Also ich habe mir das mal angeschaut, ein anderes Review aus Amerika, als diese Waffe vorgestellt wurde, die gibt es da wohl schon seit voriges Jahr. Hier in Deutschland, wie gesagt, nur in einem einzigen Shop bislang gefunden. Und es soll eigentlich nochmal eine Tüte BBs dabei sein, die ist hier nicht dabei gewesen, aber gut, darauf kann ich verzichten. Allerdings dieser Schlüssel, um diese Kindersicherung hier quasi zu betätigen, den habe ich hier vergeblich gesucht, der war nicht dabei. Finde ich ein bisschen komisch, ein bisschen schade, aber was soll's. Ich werde den Verkäufer da nochmal kontaktieren, ich habe die Waffe neu gekauft. Und ja, ich werde das mal in Erfahrung bringen, warum der nicht dabei ist. Ob das hier ein Vorführmodell war oder so, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Die Waffe ist völlig unbenutzt gewesen. Aber vielleicht hat er die in der Auslage gehabt und der ist irgendwie abhanden gekommen. Aber ich werde das noch klären. Wäre schön, den zu haben. Jo, soweit dazu. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal den Schusstest an. Ich werde wieder auf 5 Metern hier bei mir schießen und dann anschließend schauen wir uns noch das Blowback an. Und dann, ja, würde ich soweit sagen, fangen wir mal an. Okay, das war's dann erstmal wieder von mir für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und ja, besucht auch meine Partnerkanäle, GPC Gunpower Community, Debo, Mil.R Gun Channel, Gunrunner und auch Top Gun. Und falls noch nicht geschehen, würde ich mich sehr über ein Abo freuen meines Kanals. Ja, und bis dahin verbleibe ich, euer Doc. Mein liebes Pferd hat gerade ein paar Haufen gemacht. Du kannst dir einen Pferdeappel nehmen. Das soll deine Belohnung sein.